In diesem Video möchten wir über das Thema Tiefenbrunnenpumpen sprechen. Mit einer Tiefenbrunnenpumpe kannst du deinen Garten auch in einem heißen Sommer mit ausreichend Wasser versorgen. Sie ermöglichen es, das Grundwasser oder tiefe Wasserreservoirs zu nutzen. Somit kann man die Wasserversorgung für den Garten oder das Haus selbst in die Hand nehmen. Für dieses Video haben wir drei Tiefbrunnenpumpen genauer ausgewertet. Was sie alles können und wo ihr sie günstig bekommen könnt, schauen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Im Allgemeinen unterscheidet man Pumpen in ihrem Förderprinzip, ihrer Sandverträglichkeit, dem Modell, ihrem Durchmesser und insbesondere der Förderleistung. Die Leistung einer Tiefbrunnenpumpe sollte dem Einsatzzweck entsprechen. Sie muss die gewünschte Menge Wasser mit dem benötigten Druck liefern. Schauen wir uns nun drei sehr gute Modelle einmal genauer an. Unterhalb des Videos findet ihr in der Infobox einen Link mit mehr Infos und weiteren hilfreichen Tipps zu diesem Thema. Ein Blick in die Videobeschreibung lohnt sich also auf jeden Fall. Weiterhin viel Spaß mit diesem Video. Wir beginnen mit der Tiefbrunnenpumpe von Einhell. Dieses Modell ist nicht nur qualitativ hochwertig und leistungsstark, sondern auch vielseitig für die Förderung von Klar- und Brauchwasser für Garten und Haushalt einsetzbar. Der maximale Druck von 4,5 bar und die damit verbundene maximale Förderhöhe von 45 Meter ermöglichen zum Beispiel den Anschluss von Gartenbewässerungssystemen und die Speisung eines Wasserhahns. Der Durchmesser der Pumpe entspricht mit 99 mm dem marktüblichen Durchschnitt. Ein solcher Durchmesser ermöglicht den Einsatz in Zisternen, Schächten, aber auch in schmalen Brunnenrohren. Hergestellt wird die Pumpe aus rostfreiem Edelstahl. Auch die Gewindestutzen bestehen ebenfalls aus Edelstahl, was diese Tiefbrunnenpumpe robust und langlebig macht. Das zweite Modell ist die Tiefbrunnenpumpe von Agoratec. Hierbei handelt es sich um eine sandverträgliche Schraubenpumpe mit guter Förderleistung und sehr hohem Druckvermögen. Diese Pumpe kann im Unterschied zu vielen anderen auch in sandhaltigem Wasser eingesetzt werden. Damit eignet sie sich dafür, Wasser aus Brunnen, Zisternen oder Schächten zur Gartenbewässerung, aber auch zur Hauswasserversorgung zu fördern. Diese Tiefbrunnenpumpe weist einen überdurchschnittlich hohen Maximaldruck von 8 bar auf. Das ermöglicht eine Förderhöhe von bis zu 80 Metern. Damit eignet sich dieses Modell, um Wasser in größere Höhen zu fördern, wie zum Beispiel bei einem mehrstöckigen Haus. Dank ihres schlanken Durchmessers von 94,5 mm kann diese Pumpe in schmalen Brunnenrohren eingesetzt werden. Die maximale Fördermenge liegt bei etwa 2800 Litern pro Stunde. Auch dieses Modell besteht komplett aus Edelstahl. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, klickt auf die Links in der Videobeschreibung. Die Eco T4 Membran-Tiefbrunnenpumpe von Prisa ist eine energiesparende und dennoch starke Tauchpumpe, die zur Förderung von Frisch-, Klar- und Brunnenwasser genutzt werden kann. Sie eignet sich für tiefe Wasserreservoirs wie auch für Bohrlöcher und Schächte. Sie ist mit ihren 28 cm Länge sehr handlich und mit einem Gewicht von rund 3,5 kg ein richtiges Leichtgewicht. Der Durchmesser beträgt 100 mm, wodurch diese Tauchpumpe auch in schmale Brunnenrohre ab 110 mm passt. Trotz der geringen Größe erreicht dieses Modell einen hohen Maximaldruck von bis zu 7 bar und hat eine maximale Förderhöhe von bis zu 70 Metern. Die maximale Eintauchtiefe liegt bei 30 Metern und die maximale Fördermenge beträgt 1080 Liter pro Stunde. Gefertigt ist sie aus Aluminium, das mit einem Schutzlack ummantelt wird. Dadurch soll die Pumpe vor Rost geschützt werden.
Der Trennring besteht aus langlebigem Gummi. Über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen wir uns natürlich. Bis zum nächsten Mal auf Dr. Day.